Grüß euch. Jetzt ist Samstagnachmittag. Ich habe heute Vormittag einen Anruf bekommen, dass die nächsten Steinlieferung am Montag in der Früh ansteht. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet und habe meine Schalung ausgeschalt. Ich finde, das ist sehr ordentlich geworden mit den Treppen. Habe den Rest von dem Humus da hinten reingefahren. Also das ist jetzt auch hinterfüllt alles. Das sollte halten. Da vorne, wo die Erdschaufel steht, da habe ich auch ein bisschen was ausgegraben. Da kommt noch eine Lagerbox hin, wo man ja Betonkies, Split, irgendwas sauber lagern kann. Weil wenn wir schon beim Betonieren sind, dann machen wir das auch mal mit. Das hatte ich schon lange mal vor. Und wenn man das mal in der Totale sieht, also dann wird die große Silofläche gleich wieder ein bisschen kleiner. Also wir haben gestern am Montag nochmal Steine bekommen. Also diese Wand ist jetzt fertig. Und da sind schon auch große Steine weggekommen. Also jetzt kann man sich das vorstellen, wie das dann ausschaut. Also das hier wird ein Silo, 5 Meter Breite. Und hier in der Mitte haben wir eben 80er Steine, die, weil sie keinen Erdwall haben, die den entsprechenden Gegendruck bringen, wenn man dann mit dem Radler darauf fährt. Und das hier wird das zweite Silo. Und jetzt sind wir hier gerade beim Schalung bauen. Das wird jetzt auch wieder stufig, so wie drüben. Und das sind schon ganz schöne Löcher da. Also da hat schon ein bisschen Beton Platz. Heute ist Mittwoch, der LKW mit Steinen war da, also es ist ein bisschen was weitergegangen. Leider hat er uns nur genoppte Steine mitgebracht, aber passt soweit. Wir werden uns heute ans Betonieren machen. Das Betonieren machen wir heute nicht mit der kleinen Betonmaschine, sondern hier mit dem Traktormischer. Also vorn dran wieder mein Johnny und hinten ist ein Schlepperbetonmischer. Und der hat da drin Rührflügel und ein bisschen Rost, aber der Rost ist gleich wieder draußen. Und die Flügel werden vom Traktor angetrieben und drehen sich. Und da kommt halt Kies und Zement und Wasser rein. Und dann wird es auch ein schöner Beton. Also man muss damit immer aufpassen, dass man nicht zu viel Kies reinkippt. Ja, weil die Mischung muss ja passen zwischen Kies und Zement.
Ich hab's zu fest gemacht, ich weiß. Wir sind fertig mit dem Betonieren. Voll, schön eben gemacht, Schalungen halten. Es war jetzt schon eine Menge Beton. Ich habe fast 3 Kubikmeter Betonkies geholt und die haben wir fast komplett verbraucht. Vielleicht ein halber Kubik ist noch da. Uns ist leider der Zement ausgegangen, also die Dinger sind voll. Aber an meiner Lagerplatte für Betonkies, Split etc., da hätte man noch eine Maschine voll gebraucht. Irgendwie so 5-6 Sackel Zement waren halt noch recht gewesen. Da die Platte ist soweit fertig, nur da hinten das Eck ist noch frei. Das haben wir jetzt sauber mal gemacht, die Maschine gewaschen. Ja, super. Ich gehe jetzt Mittagessen. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Wir haben heute früh um 6 Uhr die nächste Lieferung Steine bekommen. Da gibt es natürlich keine Filmaufnahmen, da war Stress angesagt. Wir haben eigentlich gerade die ersten Kühe angesteckt gehabt. Und dann stand der LKW da. Dann hat das Melken aufgehört, die Kühe wieder raus aus dem Melkstand und erstmal Steine abgeladen. Zweite Wand steht. Jetzt fehlt noch ein LKW voll Steine und dann sind wir fertig. Also da haben wir noch genoppte Steine, die müssen wir noch hinstellen. Und so sieht es dann aus. Also da hat schon ein bisschen was Platz. Das macht sich ganz gut. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt die Steine bekommen haben, weil das Gras wächst und es wird höchste Eisenbahn, dass wir hier weiterkommen. Jetzt werden wir hier die Fugen noch abdichten und vorne wird noch eine Treppe hinbetoniert. Also wir haben schon wieder Arbeit, hilft nichts, Baustelle, Grumme, alles auf einmal.